Freunde im neuen Video. Ja, jetzt werden wir dann die nächste Zeit unser Dingi öfters brauchen. Und das bauen wir jetzt mal auf, hängen den Außenborder hin und dann düsen wir mal hier eine Runde im Hafen, ob der Außenborder gut funktioniert. Fertig? Ganz anstrengend. Ja. Ein bisschen Muskeltraining. Schadet nichts. Na, das sieht doch ganz gut aus. Also unser Außenborder ist doch nicht so toll gelaufen. Der ist nämlich heiß gelaufen. Fing von sauber an zu qualmen. Gott sei Dank waren wir schon gerade hier wieder am Steg. Wir haben nämlich eine kleine Runde gedreht. Ja, so viel zur Wartung von Beppos Werft. Vielen Dank auch. Andi ist stinksauer. Ja, anders kann man es nicht sagen. Ist nämlich aus der Wartung gekommen, deshalb haben wir ja extra noch auf den Außenborder gewartet. Jetzt guckt Andi mal nach, ob er was machen kann, weil wir haben Samstag und die Mechaniker hier haben erst... Feiertag. Und heute ist Feiertag, morgen ist Sonntag und am Montag haben die Mechaniker erst wieder Zeit. Wir wollen aber morgen eigentlich hier raus. Und wir wollen jetzt mal gucken, wenn wir das Teil hier unten wegschrauben. Kommt mal an den Impeller hin. Hoffe ich. Hofft er. So haben wir es mal im Internet gerade gegoogelt. Und dann wollen wir mal gucken, ob vielleicht der Impeller im Eimer ist. Dann kann man auch gleich sehen, ob er wirklich gewartet wurde, der Außenborder. Da müsste nämlich ein neuer Impeller drin sein. Dann haben wir das untere Teil ab. Und darunter müsste es der Impeller sitzen. Was da drin steckt. Müssen wir erstmal aufkriegen. Muss man nicht alles aufmachen hier und überall. Irgendwelche Schrauben öffnen. Muss natürlich immer gucken, dass eine kleine Schraube verloren geht und auch so vom Innenleben nichts rausfällt. So viel zur Wartung. Ich habe den Motor bei der Wartung gehabt, ja, und halt habe eine Probe laufen lassen. Das ist der Impeller. Das ist der Impeller. So ein Pfusch, ganz ehrlich, frisch von der Wartung. So, und Andi schaut jetzt mal, er hat noch einen Impeller da. Wenn wir Glück haben, passt der. Jetzt haben wir doch tatsächlich noch die Taverne gefunden. Auf der Suche nach einem Yamaha-Händler sind wir vorbeigekommen, weil wir diesen Impeller brauchen für unseren Außenborder. Also unser Impeller hat leider nicht gepasst. Und da sind wir jetzt noch an der Taverne vorbeigekommen, in der wir 2008 schon waren. Da sind wir jetzt auch gleich reingegangen. Fand ich damals schon irgendwie ganz schnuckelig hier. Richtig schön, da wieder zum Sein. Aber beide Moussaka bestellt. Moussaka geht immer. Also in Griechenland kommt man um die Pommes nicht drum rum. Da bestellt man Moussaka, aber sie ist immer mit Pommes. Haben wir jetzt schon zum zweiten Mal gehabt. Ich mag Pommes gern. Ja, ganz toll für die Linie. Na, du Hübsche. Ist ganz scheu. Oh, ganz süß. Ja, bei uns ist schon wieder mal alles offen hier. Sämtliche Öffnungen. Die haben wir auch aufgemacht. Und zwar sind wir gerade ein bisschen gefrustet, denn unser einer Wassertank, wir haben zwei Edelstahlwassertanks und der eine, der hintere davon, tropft. Er ist undicht. Sehr wahrscheinlich ist er durchgerostet. Da tropft's. Und das ist wohl der hintere Tank, der hintere Dieseltank ist unter der Sitzbank. Ist zum Mäusemelken. Es ist immer irgendwas. Den Impeller kriege ich morgen. Heute ist Sonntag, um 9 Uhr macht er auf, hat er auf Lager. Ist schon mal gut. Das ist dann schnell erledigt. Ist halt ein Verschleißteil, ist halt super ärgerlich, weil der bei der Wartung war. Das ist Stümper. Und mit dem Tank habe ich mir so einen Epoxy-Doppelkleber gekauft, so einen Zwei-Komponenten-Kleber. Die Idee ist jetzt, dass wir den Tank leer machen. Die Stelle, wo wir vermuten, dass es ist, ist nicht groß, ist bloß so breit, dass wir ihn ganz arg reinigen, ein bisschen anschleifen mit dem Sandpaper und da ein paar Mal mit Epoxy drauf gehen. Ich habe jetzt mit zwei Leuten gesprochen, die haben beide gemeint, das müsste funktionieren. Gut, dass wir sonst viel Zeit haben. Eigentlich schon, ja, aber ja. Eigentlich wollten wir... Ja, wenn du eine Woche Urlaub hast oder zwei Wochen, das ist ganz prickelnd. Das ist dann nicht prickelnd, ja. Und ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal Frühstück, weil das haben wir auch noch nicht gemacht, gell? Ganz genau. Ja, und jetzt lassen wir gerade den Wassertank leerlaufen.
den wir vorhin voll gemacht haben. Heute Morgen hat Anni den voll gemacht. Irgendwie über 500 Liter sind es. Frischwasser, Trinkwasser. Das lassen wir jetzt alles wieder raus. Auch ärgerlich. Natürlich auch irgendwo Verschwendung, aber wir können es nicht ändern. Jetzt baut Anni den Tisch hier weg, dass wir da besser an das Loch hinten rankommen. Ich wollte schon mal da unten reinschauen. Anni wollte immer schon mal unter den Tisch schauen. Da hinten ist das Loch, da ist die Öffnung. Mein Spaß. Und an die Öffnung muss man eben, das ist die Öffnung vom Wassertank, die Inspektionsluke. Und da versuchen wir jetzt irgendwie mit dem Epoxyharz die Stelle, wo wir vermuten, dass es undicht ist, dicht zu bekommen. Das ist ein bisschen Glückssache, Glücksspiel, was wir da gerade machen. Und da wir da nicht richtig hinkommen, muss jetzt der Tisch auch noch weg. Jetzt haben wir den Boden auch noch rausgebaut. Und wir wissen jetzt schon etwa, wo das Wasser herkommt, aber man kommt von innen vom Tank und durch die Inspektionsluke da schlecht hin. So lange Arme haben wir nicht. Das war folgendes, wenn das die Tanks sind, da ist innen drin so eine Querverbindung reingepunktet, von außen, so wie da die oberen Streben. Und jetzt war es nicht, so schwappen zu Löchern drin. Und eine Stelle hat sich wohl gelöst, da ist nach außen durchgegangen, hat sich etwas gelöst und dieser Schweißpunkt ist offen. Man sieht von innen ganz deutlich, dass das genau, da drin ist eine, ganz komisch eine Brennwand ausschaut. Und von innen sieht man, wenn man reinleuchtet. Wir sind gerade ein bisschen ratlos, was wir machen. So, nachdem wir uns jetzt nach allen Regeln der Kunst verrenkt haben, um irgendwie an diese lecke Stelle im Tank zu kommen von innen, haben da Epoxyharz drauf geschmiert. Ich habe mein Bestes gegeben, werde Haufen blaue Flecken kriegen und Andi darf jetzt den Boden wieder zuschrauben. Sau Arbeit. Dann machen wir den Tisch wieder drauf. Ich kann nicht forschen, dass es dicht ist, aber vielleicht haben wir Glück. Und wenn wir Glück haben, ist es dicht. Wir glauben nicht so recht dran. Es muss jetzt erstmal 6 Stunden, jetzt vielleicht noch 5 Stunden aushärten. Und dann lassen wir mal vorsichtig Wasser rein und dann sehen wir schon, ob es was gebracht hat. Wir sind begeistert. Manchmal denke ich, man soll sich vielleicht ein Wohnmobil kaufen. Es hat auch Wassertanks, aber irgendwie meistens nur einen kleinen. Als Alternative B, wenn der Tank jetzt nicht dicht ist, dann werden wir den ersten oder den kleineren Frischwassertank eben den undichten außer Betrieb nehmen und bauen das ein bisschen so um provisorisch, dass man nur den hinteren Tank befüllt, wenn man tankt. Und dann fahren wir halt statt mit 500, ich weiß nicht, wie viele Liter wir genau haben, keiner weiß es so genau, 570 oder so. Fahren wir halt dann nur mit 300. Geht auch, aber ist natürlich schade, weil eigentlich haben wir uns ja gefreut, dass wir so riesen Tanks haben und viel Wasservorrat. Gerade hier in Griechenland kriegst du ja auch nicht an jeder Ecke Wasser. Und das ist natürlich schon schade. Das muss ich jetzt mal festhalten. Hier waren wir jetzt beim Essen im Zorbas. Und total gemütlich, total nett. Es hat ein bisschen länger gedauert. Vorhin, wie wir gekommen sind, war knallvoll. Haben wir gleich noch eine Vorspeise bekommen. Und einen halben Liter Wein bekommen und ein Wasser umsonst bekommen. Also wir haben jetzt nur 2 Essen und einen Wein bezahlt. 28 Euro, da kann man nichts sagen. Kann man wirklich empfehlen. Ist direkt am Ausgang, wenn man vom Marina-Gelände rauskommt ins Städtchen. So, Andi hat uns heute 2 neue Impeller besorgt. Das ist der zweite, der Ersatz. Das Teil kostet 24 Euro, das ist der Hammer. Sieht irgendwie aus wie ein 5-Euro-Teil. So, und jetzt bauen wir unseren Außenbau da wieder zusammen. Neuer Impeller ist drin. Bis jetzt ist noch keine Schraube übrig geblieben. Ja, verschreiben wir es nicht. Und jetzt muss das Teil da, die Schubstange, wieder in den Schaft. Jetzt bauen wir das zusammen und dann schauen wir mal. Dann hoffen wir, dass die Wasserkühlung wieder funktioniert und dass er läuft. Und dann haben wir noch eine gute Neuigkeit. Ich will es aber nicht verschreien. Unser Wassertank ist zu 99% wieder dicht, also es tropft noch so. Alle 5 Minuten kommt mal ein Tröpfchen. Das ist nicht schlimm. Wir hoffen, dass durch die Bewegung vom Boot sich das nicht wieder mehr öffnet, der Riss oder das Leck halt, was da drin ist. Auf jeden Fall haben wir es mit dem Epoxyharz irgendwie ganz gut hingekriegt. Und jetzt ist er mal dicht, jetzt müssen wir es mal so lassen und dann für die Dauer müssen wir uns dann was anderes überlegen. Aber immerhin, jetzt können wir dann los. Und haben unseren Tank mal so weit voll gemacht. 3/4 voll haben wir nur gemacht. Ganz voll haben wir uns nicht mehr getraut. Und sind ja doch, glaube ich, dann so 450, 500 Liter sollte man schon eine Weile mit hinkommen.
Nachher legen wir ab. Wenn der Außenborder läuft. Der Außenborder läuft. Left. Und der Kühlstrahl kommt auch raus. Ja. Beziehungsweise ja doch. Der Kontrollstrahl von der Wasserkühlung. Es kommt Wasser hinten raus. Ja, jetzt haben wir vorhin endlich die Marina Gouvia verlassen können. Haben wir verlängern müssen, weil wir unsere Reparaturen machen mussten. Dann haben wir noch schnell getankt. Und jetzt geht's in die Ankerbucht. Und wir sind total happy. Endlich mal wieder ankern gehen. Da haben wir uns schon so drauf gefreut. Und ich glaube, da bleiben wir jetzt einfach 3-4 Nächte. Ja, genau deswegen sind wir hier in Griechenland. Kann man sich gar nicht entscheiden, welche Bucht man ankern gehen soll. Ist halt nur kurz rausgefahren von der Marina, wollte mir keinen großen Stress machen. Gleich ums Eck rum ist eine kleine Bucht geschützt heute nach den Winden. Und in Italien kommt man leider sehr wenig ankern auf der Adria-Seite. Und deswegen sind wir relativ schnell nach Griechenland, weil wir einfach vor Anker liegen wollen. Erstens ist es wunderschön, erholsam, Budget geht runter und ist super. Heute habe ich schnell gekocht, gell? Heute gibt es nämlich Reste von gestern, von unserem Mega-Grillteller. Und ich habe einfach Gemüse dazu gemacht. Ist noch Fleisch da, oder? Ist immer noch Fleisch da. Wir haben nicht mal ein Drittel von dem Teller, glaube ich, geschafft. War ein bisschen übertrieben, aber wir haben es uns einpacken lassen. Automatik? Ah, die sitzt schon wieder im Loch. Automatik noch an. Automatik ist noch an, ja. Und zwar braucht unsere Bilgepumpe, das Teil da unten, einen neuen Schalter. Der hat nicht mehr funktioniert, der Automatikschalter, dass sie automatisch angeht, wenn Wasser kommt. Das elektronische hier. Der hat versagt. Der, ob er trocken ist oder nass ist, der macht immer Power. Genau, der hat immer ausgelöst, auch wenn kein Wasser da war. Und jetzt baut Andi so einen mechanischen da rein. Den kann man auch mal testen mit der Hand. Der klickt einfach so rauf und runter und er kommt jetzt da in die Ecke unten rein. Das ist nämlich wichtig, weil wir ja das Problem mit dem Wassertank haben, wenn der doch wieder leckt. Der ist nämlich jetzt Gott sei Dank ganz toi 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 ganz trocken, falls der wieder zum Lecken anfängt, dass da das Wasser dann rausgepumpt wird da unten automatisch. Dann kommt auch ein Bilgenalarm, dann wissen wir, oder ist irgendwas wieder undicht. Mal wieder Bratkartoffeln sind auch lecker, gell? Nach so viel Pasta und griechischem Essen. Der Wind hat nachgelassen, hat nicht ganz schön Wind beim Ankern, aber jetzt ist es wieder ruhig. Heute motoren wir nur ein paar Meter weiter, 5, 6, 7 Meilen bei Stadt Korfu vorbei. Heute sind wir eine Bucht weitergezogen und ankern direkt vor Korfu Stadt. Und Andi, der ist gerade vorgeschwommen, guckt mal nach dem Anker.
haben uns hier so einen hellen Fleck gesucht, wo man haben fallen lassen auf 6 Meter, haben 30 Meter Kette draußen. Und dann gucken wir mal ganz gern, ob er sich schön eingegraben hat. Aber er sieht gut aus. Und heute soll wieder ziemlich stark an Nordwest kommen. Und da liegen wir hier ziemlich gut. Gut. Aber rein nach Porto City. Gehen wir ein bisschen bummeln und was essen. Ciao! Frozen Joghurt. Oh. Mm. Yummy, yummy. Ey. Das geht ja gar. Oh. Da ist mir die Hälfte weg. Oh. Frechheit. Halt das Schlecker mal. Ja. Jetzt richtig angemacht. Jetzt habe ich mir eine Umhängetasche gekauft aus Leder. Richtig schön. Wollte ich mir Italien schon kaufen. Das ist eine schöne Erinnerung an Corfu, ja. Und was Praktisches. Mittlerweile bin ich eine Frau. Ohne so eine Handtasche bin ich gar nicht mehr Mann. Mann. Ja, das war jetzt nett hier in der Ormos Garizas. Und kann man schön die Stadt von hier reinbummeln und sich auch ein bisschen versorgen. Supermarkt, alles in der Nähe. Konnte man auch ein bisschen segeln, ha? Ja, wunderbar. Faules Segeln, nur mit Genua. Sehr, sehr gutes Genua haben. Ganz wunderbar. Ja, trotzdem 5 Knoten. Ja, Corfu ist eine verdammt grüne Insel. Richtig schön. Vorne, halt mal halt. Petriti. Das ist das hübsche Örtchen. Ist wirklich hübsch. Einige Tavernen da vorne. Sieht recht ursprünglich aus, nicht so touristisch. Haben sie auch geschrieben. Haben auf 5 Meter geankert. Und haben unsere Ankerentlastung hingemacht. Das ist immer ganz wichtig, um die Ankerbugrolle da vorne so ein bisschen zu entlasten. Vor allem, wenn das Boot rechts und links schweut. Machen wir immerhin, wenn es mehr Wind hat. Also, jetzt wollten wir kurz ans Land fahren. Und da was trinken gehen drüben in der Taverne und was essen. Aber das war wieder mal nichts. Der Außenborder springt nicht an. Diesmal ist er abgesoffen. Andi hat jetzt die Zündkerze raus. Oder hast du schon raus? Und er hat gesagt, wenn man dann leer durchpumpt, irgendwann könnte er wieder anspringen. Er kennt sich da Gott sei Dank immer ein bisschen aus, was zu machen ist. Ah, jetzt läuft er wieder. Mal schauen, wie lang. Bin gespannt, ob wir zurück Motoren oder zurück rudern. Jetzt habe ich den Benzinhahn aber zugemacht. Jetzt hoffe ich, dass wenn ein paar Mal leer durchpumpt, dass es dann nicht versaut. Unser toller gewarteter Motor. Das Thema hatten wir ja schon. Ja, aber da muss ich mich wiederholen, tut mir leid. Auf jeden Fall liegt mir da draußen echt hübsch. Und hier sind Tavernen. Und da sind auch Tavernen. Und da gucken wir jetzt mal. Jetzt laufen wir ein bisschen rum, dass wir ein bisschen Bewegung haben und dann gehen wir essen. Ja, da hat vor vielen Jahren wohl mal ein Segelboot entschärft. Hier liegt der Mast. Und hier liegt der Rest. Das sind immer keine so schönen Anblicke, wenn man sowas sieht. Stahlboot rostet jetzt hier vor sich hin. Und wir liegen da draußen. Ja,
direkt am Wasser, Boot im Hintergrund, am Anker. Schön. Ein Traum. Vor allem die Aussicht. Die Sonne scheint da hinten noch ins Festland rein, wunderschön. Herrlich, bis auf die Mücken. Die haben wir irgendwie überall. War schon ein Traum trotzdem. Ja, das war es für dieses Video. In dem Video hatten wir einige Probleme zum Behandeln. Den Wassertank, den Bilgenschalter und den Außenborder. Der Außenborder spuckt immer noch ein bisschen. Gestern Abend ist der Schwimmer wohl hängen geblieben. Und dann ist er versoffen. Muss ich Zündkerze rausbauen, trocken fahren. Und heute Morgen, wo ich ihn gestartet habe, habe ich dann den Schockhebel in der Hand gehabt. Was auch ein bisschen blöd war. Wir segeln jetzt gleich rüber zu den Sevota-Inseln. Das sind 12 Seemeilen. Wind ist ein bisschen aufgekommen von Norden, denke ich meistens. Kommen wir gut rüber. Und dort geht es im nächsten Video weiter. Wenn es euch gefallen hat, Thumb up, Daumen hoch, würde uns freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.